Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite heute mit Seite 180. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du allein kennst unser Herz und du kennst unsere Pläne und du weißt, ob wir auf bösem Weg unterwegs sind. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, keine schlechten Entscheidungen zu fällen, sondern dass du uns deutlich entgegentrittst, wenn wir falsches im Sinn haben. Herr, sprich du heute durch dein Heiligen Geist zu unserem Herzen durch dein Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 4. Mose 22 bei der Geschichte von Balak und Biliam, dem der Engel des Herrn sich entgegengestellt hat. In Vers 32 lesen wir, und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselen nun dreimal geschlagen? Ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Biliams Plan, unbedingt doch vielleicht das Geld haben zu können, führt ins Verderben und Gott will ihn darauf aufmerksam machen. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Der Biliam war so ärgerlich auf die Eselen und hat sie geschlagen, aber in Wirklichkeit war sie es, die ihn gerettet hat in seiner Dummheit. Wie oft sind wir ärgerlich auf Menschen oder Umstände, die in Wirklichkeit zu unserem allerbesten dienen? Da sprach Biliam zu dem Herrn, zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest, und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Biliam, geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde, so zog Biliam mit den Fürsten Balaks. Gott benutzt jetzt diese gesamte Situation zu seiner Ehre. Als nun so Balak hörte, dass Biliam kam, zog er ihm entgegen bis Ir Moab, das am Grenzfluss Arnon liegt, der die äußerste Grenze bildet. Und Balak sprach zu Biliam, habe ich nicht dringend zu dir gesandt und dich rufen lassen, warum bist du denn nicht zu mir gekommen, für wahr kann ich dich etwa nicht ehren? Und Bileam antwortete dem Balak: Siehe, ich bin jetzt zu dir gekommen. Kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das mir Gott in den Mund legt, das will ich reden. So zog Bileam mit Balak und sie kamen nach Kirjat huzot Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon zu Bileam und den Fürsten, die bei ihm waren. Mit anderen Worten: Sie haben gut fürstlich gegessen. Und es geschah am Morgen, da nahm Balak den Bileam und führte ihn hinauf. Zu den Höhen Baals, von wo aus er den äußersten Teil des Volkes sehen konnte. Nicht das gesamte Volk in seiner Größe, sondern einen kleinen Ausschnitt auf den Höhen dieses falschen Gottes, des Gottes Baals. Und Biliam sprach zu Balak: baue mir hier sieben Altäre und stelle mir hier sieben Stiere und sieben Widder bereit, und Balak macht es so, wie es Biliam ihm sagte. Und Balak und Biliam opferten auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Das war mit Sicherheit kein Opfer, wie es Gott eigentlich gefallen hat, denn der Sinn war ja, dass Israel verflucht werden sollte. Und Biliam sprach zu Balak, tritt zu deinem Brandopfer, ich will dorthin gehen, vielleicht begegnet mir der Herr. Und was er mich sehen lassen wird, das werde ich dir verkünden. Und er ging hin auf eine kahle Höhe. Es war im Alten Orient, und wir lesen das auch später in anderen Büchern der Bibel durchaus üblich, auf den kahlen Höhen in besonderer Weise Gott anzubeten oder auch Götzendienst zu betreiben. Und Gott begegnete dem Bileam, er versprach zu ihm: Die sieben Altäre habe ich errichtet, und auf jedem einen Stier und einen Witter geopfert. Gott begegnet einem Menschen, der unbedingt für Geld das Volk Gottes verfluchen will, und er begegnet ihm auf der Höhe Bahals. Gott ist bereit, uns sehr weit entgegenzukommen, uns dort zu begegnen, wo wir sind, um uns von unserem falschen Weg abzuwenden. Daher aber legte Biliam ein Wort in den Mund und sprach: Kehre um zu Balak, und so sollst du reden. Und er kehrte zu ihm zurück. Und siehe, da stand er bei seinem Brandopfer, er und alle Fürsten der Moabiter. Da begann er seinen Spruch und sprach: Aus Aram hat mich Balak herbeigeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens. Komm! Verfluche mir, Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von den Felsengipfeln sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn, siehe ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Ein, man könnte auch sagen, ein heiliges Volk. Wer kann den Staub Jakobs zählen? Und die Zahl des vierten Teiles von Israel. Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll dem, der, dem ihren gleichen. Balak segnet, anstatt zu verfluchen. Und er wünscht sich, dass er den Tod der Gerechten stirbt, dass sein Ende so wie Israel sein wird. Wer die Geschichte kennt, weiß, es war wohl hier sein Wunsch, aber es ist nicht eingetreten. Es gibt Menschen, die... Wahrheit verkündigen, wie hier Biliam Wahrheit verkündigt hat, und die sich vielleicht sogar wünschen, zu Israel dazuzugehören, aber doch durch ihr eigentliches Leben das Ganze dann zunichte machen, wie bei Biliam. Da sprach Balak zu Biliam, was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst und siehe, du hast sie sogar gesegnet. Er antwortete und sprach, muss ich nicht darauf achten, nur das zu reden, was mir der Herr in den Mund gelegt hat. Balak sprach zu ihm: Komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du es sehen kannst. Nur seinen äußersten Teil sollst du sehen und sollst es nicht ganz sehen. Von da aus verfluche es mir. Balak hat also offensichtlich geglaubt, wenn man Israels Größe nicht als Ganzes sieht, dann ist vielleicht Biliam nicht ganz so beeindruckt. Er hat vielleicht geglaubt, dass er aufgrund der, der militärischen Macht Israels Biliam so beeindruckt gewesen ist. Und er nahm ihn mit sich zu dem Speerfeld. Auf die Höhe des Pisgah, und er baute sieben Altäre und opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Und er sprach zu Balak: Tritt hier zu deinem Brandopfer. Ich aber will dort eine Begegnung suchen. Und der Herr begegnete dem Biliam und legte ihm ein Wort in seinen Mund und sprach: Kehre um zu Balak, und so sollst du reden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass auch wenn äußere Feinde versuchen, uns zu schaden, kein Schaden uns erreichen kann, es sei denn, dass du dem zustimmst. Dass Menschen uns verfluchen wollen, dass du uns trotzdem segnest. Und Herr, dafür danken wir dir, dass du das jeden Tag für uns tun möchtest. Im Namen Jesu. Amen.